Herzlich willkommen, mein lieber Löwe, zu deiner Tarot-Wochenbotschaft. Ich möchte schauen, was die Karten für deine nächste Woche oder über deine nächste Woche schon verraten. So, ich mische erstmal locker in der Hand und da kommt eine Karte rausgeflogen und wir haben hier die 9 der Münzen. Das ist eine wahnsinnig schöne Energie, weil sie so anzeigt, da ist erstmal nichts zu tun, da ist erstmal keine Aufgabe in der ganzen Geschichte drin, sondern es ist eher so ein Abwarten. Und das Abwarten, das fällt dem Löwen schwer. Das ist so ein bisschen das Ding. Also ich bin selber Löwe, ich spreche aus. Hier ist das Licht ausgegangen. Entschuldigung, liebe Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Solche Dinge passieren ja mal. So, also der Löwe tut sich schwer mit Warten, mit Verantwortung abgeben, mit einfach Dinge sich mal so entwickeln lassen, wie es denn sich selber entwickelt, ne? Aber so eine Woche ist das. Und ich glaube, lieber Löwe, dadurch, dass es deine Jahresaufgabe war, hast du mittlerweile auch schon ein bisschen Erfahrung da drin, Dinge einfach sich entwickeln zu lassen, sich nicht einzumischen, sondern einfach mal die Dinge so laufen zu lassen, wie sie denn laufen. So, das kann natürlich wieder in allen möglichen Bereichen sein. Ihr kennt das Spiel. So. Wir schauen mal noch weiter. Die war sehr energetisch. Okay, und weil du einige Dinge laufen lässt, hast du plötzlich Zeit, Kapazität, Ruhe und Kraft, irgendwas anderes zu tun. Also diese typischen Situationen, wo du die Verantwortung an dich gerissen hast und gedacht hast, okay, da kommen die Leute nicht weiter, ich muss unbedingt helfen. Ich bin auch der Meinung, Löwen haben ausgeprägtes Helfersyndrom oder immer so diese Initiative, ich muss da helfen, ich muss die Leute unterstützen. Sobald es irgendeinem schlecht geht, ne, steht man auf der Matte und sagt, hey, ich sehe hier einen Arbeitsauftrag, ne? Aber dadurch, dass du das nicht mehr machst, hast du Kapazität und Kraft für was anderes. Du kannst dich auf dich selber konzentrieren, auf dein Leben und das wirkt hier tatsächlich wie so eine Arbeitsatmosphäre, aber in eine andere Richtung, ne? Nicht das, was du früher gemacht hast, sondern irgendwas Neues. Vielleicht auch kümmerst du dich hier einfach nur mehr um dich selber, um deine eigenen Bedürfnisse. Königin der Stäbe, typische Löwenkarte. Also tatsächlich, die Königin der Stäbe ist hier wirklich sehr, sehr präsent bei den Feuerenergien oder bei den Feuersternzeichen, ne? Königin der Stäbe, man sieht hier im Hintergrund die Löwen, die auf ihrem Thron auf der Lehne tanzen. Wir haben hier eine sehr helle, sehr leuchtende Energie. Und sie ist auch tatsächlich so das pure Feuer. Sie ist attraktiv, sie ist selbstbewusst. Und sie ist auch jemand, der nicht unbedingt Gefangene macht, ne? Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass du das eine liegen lässt und dich auf das andere konzentrierst, kommst du hier wieder in deine Kraft rein, in deine Energien, das, was du kennst. Und das ist hier tatsächlich sehr, sehr schön. Ich habe so das Gefühl, so alte Energien, die du schon immer in dir hattest, werden jetzt aktiviert und es wird jetzt wieder an der Zeit, Löwe, Löwe sein zu lassen, ja? Das finde ich tatsächlich sehr schön. Und sie schaut hier auch noch mal in Richtung Zukunft. Das heißt, sie arbeitet hier an ihrer eigenen Zukunft. Sie kann schon nach vorne schauen, einfach weil sie Kapazität und Kraft und Energie hat. Ja, eine großartige Karte. Wunder, wunderschön. So, das sieht sehr schön aus. Ich will noch mal eine ratgebende Karte haben, woran du arbeitest, beziehungsweise auf welche Themenbereiche du dich konzentrieren solltest, lieber Löwe. Liebe, ja, großartig. Liebe und Verantwortung für dich selber, klasse. Also, dadurch, dass du dich nicht mehr bei anderen Leuten so viel einmischt, um es jetzt mal in Anführungszeichen zu setzen, hast du mehr Kapazität für dich selber, für deine Beziehung, aber auch, ja, wie gesagt, für dich selber. Du übernimmst Verantwortung für deine Sachen. Es kann manchmal so sein, oder ich kenne es von mir selber. Ich bin so beschäftigt, mich überall einzumischen oder überall meine Hilfe den Leuten überzuhelfen, dass ich häufig dann mich selber vergesse und am Ende des Tages mich frage, warum es mir so schlecht geht. Natürlich, weil ich mich den ganzen Tag selbst vernachlässigt habe, ja? Und hier wird wieder Verantwortung für einen selber übernommen, für deine Bedürfnisse, für deine Dinge, die wichtig sind im Leben. Und Löwen umgeben sich auch teilweise manchmal oder häufig mit Menschen, die einfach sehr gerne auf ihre Hilfe zurückgreifen, das auch anerkennen, aber dann ist das so ein ungesundes Geben und Nehmen, ne? Der eine weiß, er kann sich auf den Löwen verlassen, macht dann eh schon mal ein bisschen weniger und der Löwe muss dann immer wieder in die Bresche springen. So, das ist so eine Dynamik, ne? Die ich hier in dem Kartenbild auch mit drin habe, die jetzt aber durchbrochen wurde. Und das finde ich schön. Hier, wie gesagt, die Verantwortung für einen selber, für die eigene Gesundheit, dass es einem selber gut geht. Man kann immer sehr gerne helfen, aber nicht, wenn es dir nicht gut geht. Ja, da musst du aufpassen.
Das finde ich tatsächlich nochmal ganz wichtig zu betonen. Und hier wird sich auf die Liebe konzentriert. Hier geht man wieder auf den Partner oder auf eine neue Liebe zu. Man hat wieder Kraft und Kapazitäten, um auch wirklich die schönen Dinge zu genießen und sich jemand anderem vielleicht auch zu öffnen. Sehr schöne Legung, meine Lieben. Liebe Löwen, wenn euch das gefallen hat, liked das Video gerne. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das Video teilt, wenn das jemand sehen sollte. Und über ein kostenloses Abo für meinen Kanal, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Ja, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.